Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute hier beim Tillern dieses Bogens. Das ist ein Osage Orange Bogen, wird der. Und zwar im Design des Holmegard Bogens. Das bedeutet, dass die Tipps dicker werden und schmäler. Allerdings sind diese noch nicht fertig. Die habe ich absichtlich noch viel zu breit gelassen. Denn so kann ich, falls die Sehne nicht ganz mittig verläuft, kann ich das über das einseitige Abtragen an den Bogenenden korrigieren. Ich habe hier eine provisorische Sehne vorbereitet. Diese werde ich jetzt einspannen. Und ich liebe es, bei den historischen Bögen immer zwei Kerben zu machen. Eine für die Sehne und die andere für eine Spannschnur. Dann habe ich hier meine Spannschnur. Da habe ich einfach zwei Knoten drauf geknüpft. Die werden jetzt hier eingehängt. Und auf der anderen Seite. Und dann kann ich auf diese Schnur draufsteigen. Ich ziehe den Bogen hoch und hänge mir hier die Sehne ein. So, jetzt ist er schon auf Spannschnur. Jetzt ist er schon auf Spannhöhe. Ich habe den nämlich schon etwas getillert und jetzt schaue ich mir die Biegung an. Er ist nämlich noch viel zu stark. Ich möchte ihn auf 45 Pfund haben. Bei meinem Auszug würde der noch 60 Pfund haben. Ich habe jetzt meinen Bogen auf dem Tillerstock liegen. Der Tillerstock, da ist dieser Balken da drüben. Und über eine Umlenkrolle kann ich jetzt den Bogen ziehen. Und ich sehe dann aus der Entfernung die Biegung des Bogens und die Gleichmäßigkeit der Biegung. Ich sehe die Stärke, denn ich habe hier an der Umlenkrolle auch eine Waage dranhängen, eine Zugwaage. Und so kann ich schön den Bogen so weit tillern, nennt man das, dass er genau das gewünschte Zuggewicht an der gewünschten Auszugslänge erreicht. So, jetzt bin ich hier an der Umlenkrolle. Ich kann da jetzt den Bogen vorsichtig ausziehen und aus der Entfernung die Biegung beobachten. Falls ich jetzt ungleichmäßige Stellen entdecke oder falls ich bemerke, dass eine Seite etwas schwächer ist als die andere, dann kann ich diese Korrekturen mit dem Bleistift am Bogen anzeichnen und anschließend wird durch Abschaben der Bauchseite oder durch Abfeilen der Bauchseite, je nachdem wie viel jetzt fehlt, wird der Bogen gleichmäßig schwächer gemacht und somit angepasst. Ich zeichne mir jetzt hier an, also diese Seite biegt sich schön gleichmäßig, so wie ich das haben möchte. Dann zeichne ich mir hier drauf einen gleichmäßigen Materialabtrag. Dann kommen wir zu dieser Seite. Die schaue ich mir noch einmal an. Und auch hier zeichne ich. So, ich habe mir jetzt den Bogen im Schraubstock eingespannt. Ja. Und ihr seht, im letzten Tillerstadium, da behalte ich mir den Bogen gerne eingespannt bei der Bearbeitung. Denn ich habe hier draußen die steifen Enden. Hier, die biegen sich nicht mit bei diesem Bogendesign. Und dann muss ich hier im Moment nicht ganz rausarbeiten und so kann ich ihn eingespannt lassen. Ihr seht hier diesen welligen Wurfarm. Und der Wurfarm des Bogens, der folgt immer allen Wellen und Kurven des Baumes. Und da ist es natürlich sehr schwierig, den Materialabtrag und die Dicke sehr gleichmäßig zu haben. Und deshalb hilft immer die Betrachtung dieser Wachstumsflammen. So, ihr seht hier eine Flamme und dann hier die Flamme und da draußen.
Und wenn die Flammen hier nach außen hin wieder sich verbreitern, dann bedeutet das, der Bogen wird hier dicker. Wenn die Flamme, so wie hier, verschwindet, dann bedeutet das, dass hier dahinter der Bogen dünner ist, wie in dem Bereich. Ebenso hier. Und diese Flammen zeigen mir jetzt, dass ich an der Stelle zum Beispiel sehr aufpassen muss. Denn an dieser Stelle und auch hier ein klein wenig, da ist der Bogen ein bisschen zu dünn bereits. Das sehe ich noch nicht an der Biegekurve, aber in der weiteren Bearbeitung des Wurfarms muss ich darauf achten. Denn hier könnte sich sonst mit der Zeit, mit vielem Schießen, eine Schwachstelle mit Stauchrissen bilden. Das möchte ich nicht haben. So, wenn sie so wie hier nach außen hin einfach auslaufen und dann nicht mehr erscheinen, dann ist das in Ordnung so. Denn so ein Bogen, der muss ja in Griffnähe viel stärker, also etwas dicker sein, als nach außen hin. Denn die Sehne zieht hier und dann entsteht eine Hebelwirkung auf den Wurfarm. Und die Hebelwirkung ist hier am Griff am größten, deshalb muss der Bogen hier am dicksten und am stärksten sein. Für den Materialabtrag passt mir hier so eine Ziehklinge sehr gut. Was eine Ziehklinge ist und wie ihr die selbst schärfen könnt, dazu gibt es in der Videobeschreibung eine Verlinkung. Da habe ich ein tolles Video dazu gemacht. Und jetzt trage ich mit dieser schön feine Späne gleichmäßig ab. Wichtig ist auch immer hier am Wurfarm fühlen. So fühlt ihr nämlich, ob er jetzt an einer Stelle dünner oder dicker ist. Hier spüre ich die rechte Seite etwas dünner als die linke. Das bedeutet, ich trage hier mehr Material ab. Und so eine Ziehklinge, die trägt schön feine und dünne Späne vom Bogen ab. Es ist eine Lust, damit zu arbeiten. Solche hier. Wichtig ist immer wieder die Kontrolle der Dicke. Ganz wichtig bei dem Tillerprozess ist, viele kleine Schritte zu machen. Das bedeutet jetzt, diesen Bogen ungefähr 20 Mal ein wenig auszuziehen. Ausziehen bedeutet natürlich so zurückzuspannen. Denn das Holz muss erst bemerken, an welchen Stellen was passiert ist, wo was abgetragen wurde. Das bedeutet, ich ziehe jetzt diesen Bogen 20 Mal ein Stück zurück und dann begutachte ich ihn wieder beim Tillerbaum und schaue, ob die Biegung gleichmäßig geblieben ist oder ob sich Schwachstellen herauskristallisieren. Ich kontrolliere an der Zugwaage das aktuelle Zuggewicht des Bogens und wiederhole diesen Vorgang so lange, bis die Biegung schön ist und ich mein gewünschtes Zuggewicht erreicht habe. Ja, ein bisschen angenehmer ist er bereits geworden. Und dieser Bogen hört sich bereits sehr gut an, also der hat richtig viel Spannung in sich. Hört es ein bisschen. Schönes Geräusch.